Montagabend, 18 Uhr, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr schon mit dabei seid bei Düsseldorf hält zusammen. Ja, und die Leitung, die hält heute auch alles zusammen, was wir aufgebaut haben und was wir uns vorgestellt haben. Denn Martin, jetzt ist es soweit. Wir freuen uns auf ein spannendes Thema. Ja, wir haben ja ziemlich zu Beginn unserer Sendereihe schon mal das Thema Krankenhaus, Pflege und alles, was damit zusammenhängt, hier besprochen. Und da sind ja viele Fragen noch im Nachgang offen geblieben. Und viele von euch haben jetzt sich gemeldet, haben bei uns Informationen hinterlassen, Fragen, Kritik. Und dem Ganzen wollen wir heute Rechnung tragen, indem wir uns heute mit dem Thema Pflege in den Zeiten von Corona beschäftigen. Und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Gäste. Ich möchte erstmal im Studio begrüßen Martin Heyer. Viele kennen sein Gesicht. Er war viele Jahre bei Center TV und ist auch noch, beziehungsweise bei Antenne Düsseldorf aktiv und ist heute auch noch im weitesten Sinne mit dem Bereich Pflege beschäftigt, was er auch vor seiner Tätigkeit bei Antenne Düsseldorf schon gemacht hat. Aber dazu wird er uns selber nachher sicher mehr verraten. Und eingeblendet auf dem Bild quasi vor unserem Tisch können Sie sehen oder könnt ihr sehen, Carsten Hermes. Er ist wirklich eine absolute Koryphäe. Eigentlich Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, aber auch selbstständiger und unabhängiger Berater und Dozent im Gesundheitswesen, Trainer und Autor, das heißt jemand, der sich wirklich mit der Materie auskennt. Und wir freuen uns sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, ja, quasi live zugeschaltet zu sein aus seinem Büro. Und da sind wir sehr gespannt, was er uns heute alles so verraten kann. Ja, hallo. Herr Hermes, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir möchten das heute so ein bisschen aufteilen. Der André wird versuchen, all eure Fragen im Chat anzunehmen. Denn wir sind sicher, ihr habt bestimmt viele Fragen, Anliegen, Sorgen. Und alles das, was ihr äußern werdet, das wird der André im Chat sich angucken und wird es versuchen, direkt in die Diskussionsrunde zu werfen. Ja, vor allen Dingen möchte ich natürlich euch auch auffordern, dass ihr uns jetzt gerne schon eure Fragen schickt. Und ja, oder die erste Frage, die ich gerne auch schon mal weitergeben möchte, ist einfach, was sind eure Erfahrungen aktuell in den Praxen, in den Krankenhäusern oder auch in den Altenheimen? Das Thema Masken ist oder Schutzbekleidung ist natürlich in aller Munde. Und wir hören nach wie vor, dass die Kleidung nicht ankommt, da wo sie am dringendsten gebraucht wird. Also natürlich besonders die Frage an alle da draußen, die im medizinischen Sektor arbeiten. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr gut versorgt oder ist es wirklich so, wir haben davon gehört, dass die ersten Praxen schon geschlossen haben, weil gar keine Schutzkleidung mehr angekommen ist. Also schickt uns da gerne auch jetzt schon in den Kommentarfeldern eure Erfahrungen und dann nehmen wir die nämlich gerne mit auf und werden das Ganze dann auch an unsere Experten weitergeben und werden das ja ein wenig diskutieren. Genau. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, will ich mich einfach nochmal bedanken bei all denen bei Facebook, die uns unterstützen. Es gibt verschiedene Gruppen, zum Beispiel Wir leben Düsseldorf, dann die Unterrater, uns Düsseldorf, Düsseldorf aktuell und Netzwerk Düsseldorf, wo wir jedes Mal unsere Beiträge teilen dürfen, sodass viele, möglichst viele Leute es sehen können. Und da wollen wir uns einfach nochmal bedanken, dass ihr einfach alle dabei seid. Tja, und einige User haben wir auch bei YouTube. Ja, die kann ich jetzt quasi eigentlich nicht ansprechen, weil sie es nämlich nicht sehen. Aber wir werden das Ganze bei YouTube natürlich auch noch einpflegen. Also heute senden wir hier bei Facebook und die anderen kommen bestimmt gleich noch mit rüber. Und wenn nicht, dann werden sie nach der Sendung sich das Ganze auch nochmal, wie sagt man so schön, on demand anschauen können. Ich würde mit einer Sache beginnen. Wir haben mit einer Krankenschwester gesprochen im Vorgang und sie hat uns ein paar sehr interessante Dinge hier mitgeteilt und die würde ich direkt mal an den Herrn Hermes und an den Martin weitergeben, dass ihr vielleicht einfach mal kurz ein Statement dazu abgibt, auch aus deiner Erfahrung in vergangener Zeiten. Sie sagt, auf ihrer Intensivstation ist in der Tat im Moment schon alles belegt mit Covid-Patienten. Sie haben normalerweise 12 Betten, jetzt haben sie auf 16 aufgestockt, aber die sind wirklich jetzt bei Ihnen tatsächlich voll. Sie sagt, sie hat das Gefühl, Wertschätzung bekommt man, aber mehr von den Menschen als von der Politik. In dem Zusammenhang kommen wir sicher gleich nochmal drauf zurück. Wir haben im Moment, dass man hört überall, man überschlägt sich, Grundlohn soll erhöht werden. Man will 500 Euro extra zahlen ohne Steuer, man will steuerfreie Zuschläge zugestehen. Da fragt man sich ja vielleicht, warum jetzt? Ne, das ist ja jetzt vielleicht nicht eine Frage, dass sich das an Corona entscheidet, sondern diese Wertschätzung durch die Politik hätte vielleicht schon früher beginnen können. Sie sagt, es gibt eine sehr hohe Verantwortlichkeit, man übernimmt teilweise arztähnliche Tätigkeiten und
auch für mehr Geld, genau das, was ich gerade angesprochen habe, müsste auch die Behandlung, wie man mit den Menschen dort, die dort arbeiten, umgeht, stimmen. Und da werden wir auch gleich nochmal zukommen. Ich reiß mal das Stichwort an, dass selbst das Robert-Koch-Institut die Voraussetzungen für die Arbeit in der Pflege reduziert. Das heißt, Kontaktbeschränkungen, die für einen normalen Menschen draußen gelten würden, wenn man mit einem Covid-Menschen zu tun hatte, wie Quarantäne, werden dort verkürzt. Oder man kann, wenn man keine Symptome hat, mit Schutzkleidung einfach weiterarbeiten. Also quasi, man hat dort, wo es besonders darauf ankommt, weniger strenge Regeln als für die Menschen draußen. Ja, sie sagt auch, sie haben zu wenig Schutzkleidung, gerade auch das Thema multiresistente Erreger, die ja auch immer noch eine wichtige Rolle spielen und dass man eben trotz Kontakt mit Corona-Patienten weiterarbeiten muss. Und sie berichtet auch, dass es Mitarbeiter gibt, dass man nur einmal am Tag die Maske wechseln darf, weil nicht mehr Masken da sind, und wenn jemand das dann doch öfter macht, dass sogar mit Abmahnung gedroht wird. Also doch, dass es viele Dinge gibt, die vielleicht im Argen liegen. Das mal so als paar Stichworte, die ich in den Raum werfe. Wie gesagt, eine Krankenschwester seit 20 Jahren im Dienst, und das hat sie uns im Interview geschrieben. Vielleicht einfach mal ein paar Stichworte dazu. Herr Hermes, vielleicht möchten Sie anfangen. Sehr gerne. Ich die Einleitung gerade nicht ganz mitbekommen, weil es ein kleines Bild- und Tonproblem gab. Von daher habe ich jetzt den Namen der Kollegin nicht mitbekommen. Was sie allerdings schildert, ist tagtäglich auf vielen Intensivstationen entweder schon oder wird auch dort ankommen. Was sehr richtig herausgestellt ist, dass insbesondere in den Kliniken in den letzten Jahren eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen wahrgenommen haben. Und das unabhängig von der jetzigen Situation und Krise. Wir haben letztes Jahr im Januar eine Umfrage gemacht mit vielen Teilnehmern, und dort haben 96% von annähernd 3000 Leuten gesagt, dass in den letzten Jahren die Arbeitsbedingungen gradieren schlechter geworden. Dazu zählt ganz klar das Thema Wertschöpfung, das die Kollegin angesprochen hat, und das muss man von der Entlohnung auch nennen. Man muss sich das jetzt mal so weit vorstellen, dass das viele gar nicht wissen, wie sie 2, 3 oder 4 Wochen arbeiten. Also es gibt keine sichere Dienstanstalt. Es ist auch immer noch so ein bisschen das Thema, dass sehr viele in Teilzeit arbeiten, aber jetzt nicht, weil sie 50% arbeiten, 50% Freizeit haben, sondern weil sie einfach normalen Alltag sonst nicht bewerkstelligt bekommen. Also nicht nur Work-Life-Balance, sondern ganz banale Situationen, wie betreue ich Kinder, wie organisiere ich meinen Haushalt, wie organisiere ich mein Privatleben mit meinem Mund an. Und es ist in einem Schichtdienst im Krankenhaus, auch auf Intensivstationen insbesondere, so meistens nicht darstellbar. Und jetzt rutschen wir zusätzlich in diese Krise hinein und haben eine Verdichtung. Das macht natürlich zunehmend Druck, aber es ändert nicht, dass die Entscheider an diesen Positionen dieselben sind wie vorher. Das heißt, der Umgang ist dieselbe, die Planbarkeit ist dieselbe. Und das heißt, dass man ganz klar hell sehen kann, die Arbeitsbedingungen werden auch dort schlechter. Das ist das eine. Das andere mit den Schutzmaßnahmen und der Schutzausrüstung ist auch ein Problem. Wenn man jetzt immer zum Beispiel bei den multiresistenten Keimen gesagt hat, wir brauchen einen Barriereschutz, wir brauchen bestimmte Masken, wir brauchen bestimmte Schutzkittel, und jetzt aufgrund des Mangels von heute auf morgen nicht mehr Not, dann zweifelt man natürlich. Man zweifelt auf der einen Seite, weil es jetzt nicht notwendig war, aber es wäre notwendig. Man hat zu Recht Sorgen, Nöte und Ängste. Verschleppe ich irgendetwas auf andere Patienten? Verschleppe ich etwas auf mich? Verschleppe ich etwas in die Familie? Und diese Fragestellungen, die schwingen dann natürlich auch mit, und auch das hat nichts damit zu tun, ob jetzt die RKI die Maßnahmen runternimmt oder nicht, sondern das hat damit zu tun, dass jedes Haus die auch von den Krisen interpretieren. Man muss es auch deutlich sagen, das RKI hat zum Beispiel die Hygienemaßnahmen herabgesetzt, mit der Prämisse, erst wenn wir einen absoluten personellen Notstand haben, und Betten absolut ausgelastet sind, wenn es nicht anders geht, sondern Modus 100%, Es sind aber viele Kliniken, insbesondere dort auch für managementtätige Personen, die lesen einfach nur, welche Möglichkeiten bestehen und sehen das als generelle Maßnahme zur generellen Ressourcenfrage. Was da auch noch gar nicht angesprochen ist, nicht nur der unterschiedliche Umgang mit Quarantäne und Kontaktsituationen, sondern insbesondere in der Pflege ist es so, dass wir die gleiche Demografie haben wie in unserem Land. Das heißt, wir sind auch älter und arbeiten in der Pflege. Die arbeiten auch in den Stationen. Die arbeiten auch mit Vorerkrankungen, die arbeiten teilweise auch mit Immunsuppressiva und sind auch auf Intensivstationen eingesetzt. Und obwohl jetzt zum Beispiel die Prämisse rausgegeben wird vom RKI, dass genau diese Leute mit 19 Patienten zu tun haben sollen,
in dem Moment, wo das ausgegeben wurde, als freundliche Empfehlung, auch sofort über die ganzen E-Mail-Kanäle von den jeweiligen Verantwortlichen geschrieben worden, naja, liebe Kollegen hier im Haus, nur weil ihr die Medikamente nimmt, heißt es nicht, dass ihr jetzt woanders eingesetzt werdet, nur weil ihr Risikogruppen gehört. Und in dem Moment sind dieselben Personen, zum Beispiel sagen, wir sollten Covid nicht verharmlosen, das ist nicht eine normale Grippe, sind dieselben Personen, die dann in solchen letzten Vergleich mit der Influenza tätigen und sagen, naja, ihr seid älter, ihr habt Vorerkrankungen, wir nehmen Medikamente. Allerdings habt ihr das die letzten Jahre bei den Grippefällen auch nicht thematisiert, also bitte bleibt am Bett. Und das Letzte, was ich da auch noch mit auf den Weg geben möchte, wir sind hier erst am Anfang. Das wird sich zuspitzen, das wird noch zunehmen. Das wird auch insbesondere deswegen zunehmen, wenn wir, glaube ich, Intensivbetten geschaffen oder wie viele Beatmungsgeräte wir schaffen, müssen an irgendeiner Stelle bedient werden. Und wir haben jetzt schon einen nicht zu vernachlässigen Sachpflegemangel in jeweiligen Bereichen, in den Sach- und Funktionsbereichen. Und wenn ich jetzt die Technik hochfahre und die Betten verdopple, dann halbiere ich automatisch das Personal, was in Ihrer Erfahrung Ich hake da mal kurz ein. Wir haben, auch ich finde, es ist auch ein bisschen vielleicht ein Glaubwürdigkeitsproblem. Denn wenn man jetzt hört, wie gesagt, der Söder möchte jedem 500 Euro geben und man kommt jetzt mit Mindestlohnerhöhung und so weiter, dann ist halt, wie gesagt, wirklich die Frage, musste Corona erst kommen, damit man diese Sachen diskutiert, und wurden alle die Menschen, die vorher die Probleme aufgeworfen haben, nicht ernst genommen? Mit den Martin gern jetzt auch mal ins Spiel bringen. Du hast ja selber den Beruf des Pflegers viele Jahre ausgeübt und beobachtest das heute sozusagen aus einer gewissen Distanz, hast aber noch viele Kontakte in diesem Bereich. Und ich gebe mal eine Information gerade wieder, die hier schon geschrieben wurde von Patricia Dunkel. Es gibt ja in NRW einen Entwurf für, ich nenne es jetzt mal Epidemiegesetz, in dem unter anderem auch drinsteht, dass man Pfleger und Ärzte zwangsverpflichten will. Und sie schreibt auch, wenn das nicht mein Eigentor ist, wenn nach der Corona-Krise der Pflegenotstand behoben werden soll. Denn ich glaube, wer wird sich freiwillig für so einen Job melden, wo dann irgendwie eine Regierung sagt, ja, und wenn es da mal nicht so läuft, dann wirst du von uns quasi von der Polizei an der Tür abgeholt und musst dann arbeiten. Ja, gut. Also da kriege ich mal inzwischen mal die Frage, stellt sich mir natürlich in letzter Zeit auch, und ich werde oft damit konfrontiert. Herr Laschet hat ja auch sowas in den Raum geschmissen, dass eventuell man wieder rekrutiert wird. Habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich sehe halt nicht, dass das dann für ewig ist, sondern wenn wir an den Punkt ankommen, dass halt ehemaliges Pflegepersonal wieder rekrutiert wird, dann haben wir so eine schlimme Krise, so eine schlimme Situation, dass ich natürlich dahin gehe und natürlich arbeite. Ich habe vor 4,5 Jahren das Krankenhaus verlassen, habe die Pflege verlassen, aber ja nicht die Leidenschaft für den Beruf, sondern mir haben halt die Bedingungen drumherum nicht gefallen. Und wenn meine Hilfe verlangt wird, dann komme ich auch wieder. Ich sehe es nicht als irgendwie Löcher stopfen, um später den Pflegenotstand. Das wird jetzt ganz eindeutig klar werden, wo der Pflegenotstand ist. Also ich finde extrem beeindruckend, wie viele Intensivbetten und Intensivplätze man momentan wieder aufbauen konnte, nachdem ich die letzten Jahre immer nur gehört habe, Intensivstationen konnten gar nicht voll belegt werden, weil nicht genug Personal da war. Kinderintensivbetten, normale Intensivbetten konnten nicht belegt werden, obwohl es die Plätze gab, aber es gab einfach nicht genug Personal. Deswegen, da bin ich zwiegespalten. Ich finde es auch erstaunlich, dass jetzt plötzlich so die Kapazitäten ausgebaut werden sollen, und frage mich, auf wessen Lasten, und die Antwort kennen wir alle. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt wenig Angst davor, dass wenn ich jetzt einmal wieder ins Krankenhaus zurückgeholt werde, dass ich da dann für den Rest meines Lebens verpflichtet werde. So weit sind wir noch nicht, und wir sind ja Gott sei Dank noch Demokratie. Ich glaube auch, dass es so wahrscheinlich nicht gemeint ist, aber trotzdem ist es vielleicht doch für junge Leute, die eine Ausbildung angehen, jetzt nicht unbedingt eine Motivation. Also wenn man so ein Gesetz dann vorgesetzt bekommt, dass man schon das Gefühl hat, oh. Ich glaube, da ist die Situation im Moment so abgefahren, dass jeder abstrahieren kann, dass das nicht Alltag ist. Aber fangen wir grundsätzlich ja damit an, der Job an sich ist nicht interessant für junge Leute. Also ich habe den Job gemacht. Ehrlicherweise wollte ich nie Krankenpfleger werden, aber ich habe eine Mutter, die Krankenschwester ist, ein Vater, der Krankenpfleger ist, und wollte Medizin studieren. Also die Medizinecke hat mir auf jeden Fall schon gefallen. Aber mir war von vornherein klar, dass ich das wahrscheinlich nicht bis zu meinem Lebensende machen werde. Einfach aus dem Grund, weil die Belastung und die Bedingungen immer, immer schlechter werden. Wenn ich überlege, dass ich vor 30 Jahren meine Eltern schon hab nach Hause kommen hören und gesagt, jetzt haben wir wieder mehr Patienten gekriegt, wir haben wieder mehr zu tun. Das ist in den 30 Jahren nicht besser geworden zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter und mein Vater schon darüber gemeckert haben. Und ich denke und hoffe einfach, dass diese Krise jetzt gerade mal ganz vielen Leuten die Augen öffnet.
Herr Hermes, ich würde an einen Punkt noch anschließen, den der Martin gerade angesprochen hat. Er hat ja selber gesagt, dass früher noch nicht mal alle Intensivbetten quasi bearbeitet werden konnten, weil es gar kein Personal gab. Was können Sie sich denn vorstellen? Man hört zwar von Schnellkursen, aber es sind ja noch sehr, sehr komplexe Vorgänge, diese Beatmungsgeräte, die dann auch überwacht werden müssen. Können Sie sich irgendwie vorstellen, wie das gehandhabt werden soll, wenn tatsächlich doppelt so viele Betten belegt wären, wie es vor ein paar Wochen noch gab? Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Es gibt auch verschiedene Beispiele, wie es gut funktionieren kann. Aber man müsste das vielleicht ganz kurz ausholen. Also erstmal müsste ich dem lieben Herrn Neier widersprechen. Also der Beruf Pflege im Krankenhaus und auf Intensivstationen ist für junge Leute durchaus attraktiv. Und wir haben wirklich wahnsinnige Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Dass wir immer wieder an diese Situationsgrenzen kommen, hat auch teilweise mit unserem eigenen Verständnis zu tun, wie wir uns organisieren. Also wir können jetzt den Finger auf andere zeigen und die Politik und muss jetzt erst so weit kommen, aber ich muss es an dieser Stelle auch deutlich sagen, Pflege ist in Deutschland nicht organisiert. Sowohl gewerkschaftlich schlecht organisiert und noch schlechter organisiert in Berufsverbänden. Das heißt, es haben immer andere über uns gesprochen und wir haben selten selber das Wort ergriffen und diejenigen, die das Wort ergriffen haben, vertreten halt relativ wenige. Wenn man zum Beispiel schaut, die Deutsche Gesellschaft für Fach- und Funktionskrankenpflege hat ungefähr 1600 Mitglieder. Ich kenne Fußballvereine, die haben mehr Mitglieder. Allein deswegen dürfen die auch mehr Einfluss haben. Das, obwohl wir 1,2 Millionen Pflegekräfte in Deutschland sind, wovon ungefähr 300.000 Intensivstationen vermutlich tätig sind. Und ich muss sagen, vermutlich, weil wir es nicht mehr hinkriegen, das systematisch zu erfassen. Das andere mit den Betten ist, es stimmt, wir haben die letzten Jahre das gehabt, dass wir nicht alle Betten belegen konnten durch einen Personalmangel. Hier geht es aber nicht darum zu sagen, dass nicht Notfälle adäquat behandelt werden. Auch das ist an manchen Stellen passiert, aber leider ist es so, dass unser Gesundheitssystem sich in den letzten 20 Jahren aufgemacht hat, nur noch in der Ökonomie und Effizienz gesteuert zu werden. Dementsprechend ist eine Intensivstation ein eigenes Profitcenter, muss seinen eigenen Umsatz generieren, einfach gesagt, über verschiedene Kennzahlen. Das hatte bedeutet, dass eine Intensivstation jederzeit über die sogenannten elektiven OPs, und das hat nichts damit zu tun, dass es Schönheits-OPs sind, sondern es sind auch viele schwerwiegende Erkrankungen dabei, aber über die Summe auch eine Auslastung produzieren musste, um halt in gewisser Weise so gute Zahlen zu schreiben. Die Intensivstation ist nicht nur für die da, die wirklich akut als Notfall von der Autobahn reinkommen oder die jetzt eine akute Erkrankung haben, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung, sondern auch in anderen Namen für große OPs, die erst dadurch möglich geworden sind, dass wir sie durchführen, dass wir danach intensivmedizinische und intensivpflegerische Nachbetreuung machen. Da sind sehr viele Patienten nicht behandelt worden, weil wir dafür zum Beispiel nicht die notwendige personelle Ausstattung hatten und sich auch Pflege dagegen bestellen. Das hat ja bis dahin geführt, dass die sogenannten Pflegeuntergrenzen eingeführt wurden. Die kann man ganz anders diskutieren, ist an vielen Stellen gut gemeint und auch schlecht umgesetzt. Aber das hat auch geführt, dass den Leuten klar wurde, dass man nicht ständig mit 85% oder 90% Auslastung fahren kann. Wenn jetzt die anderen Patienten, egal ob jetzt eine Influenza-Welle, Covid-Welle oder welche Welle auch immer noch, diesen 85-90% Auslastung hinzukommen, explodiert das System. Deswegen hat Herr Spahn richtigerweise gesagt, liebe Kliniken, fahrt eure aktiven Operationen runter, schafft dadurch freie Betten. Wir kriegen es im Moment auch hin, diese Betten an der einen oder anderen Stelle zu schaffen und das nicht so von Krankenhäusern in Höhe wird, aber sehr unterschiedlich damit umgegangen. Ich kenne Kliniken, die haben zum Beispiel den OP-Saal leer geräumt, die haben dort künstliche Intensivstationen geschaffen, die haben wirklich alles, was nicht irgendwie notwendig ist, abgesagt und es gibt andere Kliniken, die fassen diesen Begriff der elektiven OP sehr weit. Die machen nach wie vor zum Beispiel Elektivprogramme, Beispiel Herzoperationen anbelangt. Da kann man auch hin und her gerissen sein, weil natürlich sind die notwendig, diese Menschen warten, die haben Sorgen, die haben Nöte, die haben Ängste, ohne diese OPs teilweise nicht überleben. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man sich fragen muss, muss man jeden Tag 4, 5 oder 6 davon machen und trotzdem eine Intensivstation in der jetzigen Zeit mit einer Maximallast laufen. Zu der Frage, wie kann man das bewerkstelligen, wenn wir jetzt wirklich es hinkriegen, die Pflege und insbesondere die Fachpflege so auch offiziell arbeiten zu lassen, wie wir das in vielen Kliniken machen. Wir übernehmen Dinge, die in der Definition eigentlich Arztaufgabe sind, unter ärztlicher Aufsicht. Wir machen sehr viele Dinge, die auch in der Politik, auch im GBA,
als ärztliche Aufgabe, einfach weil wir Hand in Hand mit den Medizinern auf der Intensivstation arbeiten. Da gibt es Ideen, mit denen man tagtäglich zusammen ist, nicht meine und dein Körper, da gibt es nur, wie bringen wir diese Patienten durch die Schicht. Wenn wir diese Verantwortung global übertragen, ich kenne zum Beispiel eine Klinik in der Nähe von Osnabrück oder aus Osnabrück, das kann ich so genau sagen, dass man da jetzt nicht sofort Amok läuft, da ist ganz klar, die Vorderpatienten werden von 2 Fachpflegekräften betreut und von dem Hilfspersonal, beziehungsweise von denen, die aus ähnlichen Bereichen kommen, anästhesietechnische Assistenten, operationstechnische Assistenten, Notfallsanitäter, die arbeiten diesen 2 Pflegekräften als Hilfspersonal mit zu. Für diese Version zum Beispiel sehr interessant und tragbar. Ich bin auch mit Kollegen in Österreich in Kontakt. Auch dort ist es so, dass ganz offiziell jetzt bestimmte Maßnahmen wie das Einstellen der Beatmung, komplexe Lagerung, das Anlegen von bestimmten Kathetern mit dem Anästhesisten oder Intensivmediziner zusammen nur zur Anwesenheit einer Fachpflegekraft stattfindet und der Rest in die sogenannten angelernten Infektionen gelegt wird. Ich weiß aber auch, dass andere Kliniken es anders machen und die rekrutieren jetzt ehemalige Pflegekräfte, auch Lehrer für Pflegeberufe, die vielleicht seit 10 Jahren nicht im aktuellen technischen Bereich tätig waren, und gehen davon aus, dass sie die gleiche Arbeit machen wie alle anderen auch, da werden keine Köpfe. Und das ist fatal. Eine Sache möchte ich noch von Herrn Heyer anknüpfen. An die Freiwilligkeit wird funktionieren. Und wenn es wirklich knallt, dann auch bei verschiedenen Katastrophen in der Vergangenheit, so, in Köln zum Beispiel ein Zugunglück oder auch Eschere mit dem ICE, hat jeder, der irgendeine medizinische Ausbildung hat, mit den Sanität und so weiter, war sich freiwillig gemeldet und hat sich an den die Kliniken gewandt. Wir sollten auf diese Freiwilligkeit setzen, die ist vorhanden. Ich muss mich aber ganz ehrlich fragen, wie kommen die auf die Idee, ein Gesetz zu fangen, auf den Weg überhaupt zu diskutieren? Und ich kann mir vorstellen, dass die Politik auch jetzt schon erkennt, naja, wenn irgendwann Kurzzeitung nicht mehr da ist, neben den schlechten Arbeitsbedingungen, warum soll jemand freiwillig und seine Familie in Gefahr bringen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man uns einfach auch klar sein muss, dass wenn wir die Betten verdoppeln, dass wir nicht automatisch genug Personal zur Verfügung haben. Und es gibt durchaus Pflegekräfte, die haben ihre Arbeit am Patienten nicht, um entweder sich oder auch die Patienten zu schützen. Das muss man auch ehrlich sagen. Und die kann ich bitte schön nicht mit 2 wieder ans Bett zurückrekrutieren. Ich würde noch mal einen Punkt gerne einhaken, wo Christian auch zu etwas zu schreibt. Es geht natürlich um das Thema Schutzkleidung und da haben wir in der Vorbereitung auch noch einen sehr interessanten Bericht gelesen. Wir sprechen natürlich jetzt sehr viel über Krankenhäuser und Intensivstationen, aber in den letzten Wochen war es auch sehr intensiv in der Presse, dass es immer mehr Altenheime gibt, in denen es dann gleich auf einen Schlag sehr viele Kranke und auch sehr viele Tote gibt. Und die Mitarbeiter dort berichten, dass es ihnen noch viel, viel schlechter geht als im Krankenhaus, dass sie so gut wie gar nichts bekommen und dass sie die Höchstrisikopatienten bei sich haben und natürlich auch das Risiko für sich selber, sich anzustecken und es dann an die weiteren Mitbewohner weiterzugeben. Und ich habe heute noch selber von einem Freund 150 Masken bekommen, die haben wir dann an die Caritas ausgeliefert, weil die auch nichts haben. Also wird denn nicht auch gerade da an der falschen Stelle doppelt und dreifach falsch gespart oder hat die Regierung da nicht einfach Versäumnisse auch zu verantworten oder wer auch immer hat sie zu verantworten, dass diese Menschen gerade, die in den Alten- und Pflegeheimen arbeiten, noch schlechter gestellt sind? Sind wir mal ehrlich, also ich glaube tatsächlich, dass es halt die Klientel, die in den letzten Jahren insgesamt immer vernachlässigt worden ist, also die Altenheime, also wenn die Krankenpflege schon eine schlechte Lobby hat, hat die Altenpflege so gut wie gar keinen und die häusliche Pflege eigentlich auch kaum. Ja, momentan durch die Medienpräsenz wahrscheinlich auch, wird gerade auch noch geguckt oder in den letzten Wochen, dass Krankenhäuser versorgt sind, weil da ist der Fokus drauf. Da guckt auch jeder hin und jetzt fällt halt einfach auf, dass halt immer mehr Pflegeeinrichtungen halt auch mangelhaft ausgestattet sind. Also ist auch die Rückmeldung, die du hattest, ist auch die, die ich aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis bekomme, ist, ich kenne tatsächlich auch Pflegekräfte, die halt eine Maske, und wir reden nicht von so einer FFP2, FFP3-Maske, von der jetzt alles spricht, sondern wir reden von diesen Nasen- Mundschutz letztendlich ein bisschen mehr als Papier und die dürfen eine Maske pro Tag verwenden. Ja, fasst man sich natürlich total an den Kopf. Auf der anderen Seite, wo sollen sie herkommen? Also das zeigt halt einfach, dass in der ganzen Organisation vorher schon unglaublich viel schief gegangen ist. Jetzt kann die keiner zaubern und wir hören ja schon, dass verschiedene Firmen, BMW plötzlich von Automobilen auf Beatmungsgeräte umstellt. Apple, habe ich heute gehört, fängt an, Schutzvisiere zu produzieren und dergleichen. Aber es ist halt zu spät.
und heute auch mehrfach gehört, also es ist jetzt auch geeinigt worden, dass halt einfach nicht mehr so viel aus China erst geliefert werden muss, sondern dass mehr in Deutschland geliefert werden muss, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind hier drei am Tisch, wer von uns dreien hätte vor 4 Wochen gedacht, dass wir wie ein dritte Weltland plötzlich keine Masken, keine Schutzkleidung haben. Wir hätten alle gedacht, so wie wir sind, so, da haben wir mehr als genug von. Und das uns jetzt vor Augen zu führen. Aber Martin, ich hätte zumindest gedacht, dass man innerhalb von 3-4 Wochen so Dinger in Deutschland auch produzieren kann. Ja. Ne? Also, arrogant, wie wir sind, hätten wir gesagt, das haben wir im Griff. Das ist doch nicht unser Problem. Und wir sind letztendlich kein Stück besser als ein dritte Weltland. Also es dauert halt auch Ewigkeiten, bis da anscheinend irgendwie wirklich die Produktion so weit anläuft. Da denkt man so ein bisschen naiv dran. Christian hat uns geschrieben, es gibt kaum bis gar keine Schutzkleidung. Mit einer Bekannten aus Gerresheim haben wir eine Mannschaft zusammengestellt, die Schutzmaske näht. Auf den Weg möchte ich mich nochmal bei den ehrenamtlichen Helfern bedanken. Danke mit 5 Herzen. Die Masken gehen an ein Krankenhaus, schreibt sie, ... Das ist eine tolle Initiative. Ob die da richtig aufgehoben sind, da bin ich jetzt mal vorsichtig, denn die brauchen in der Tat natürlich richtige Masken. Genau, das ist eben nochmal die Frage, die wir dann auch nochmal an den Herrn Hermes weitergeben wollen. Ich habe zum Beispiel heute ich habe ja auch so einen Business-Einkaufskanal, dann ein wunderschönes Angebot bekommen, Masken der Schutzklasse 3 zum super Sonderpreis von 38 Euro plus Mehrwertsteuer pro Stück. Also ist ja fast geschenkt, wenn man überlegt, was sie vorher gekostet haben. Und das war der Händler-Einkaufspreis, ne? Also jetzt kein Endkundenpreis, sondern für jemanden, der die weiterverkaufen will als Einkaufspreis, also mit Steuer 45 Euro. Und wenn man dann weiß, dass die Masken irgendwie 8 Stunden maximal getragen werden können, ja, wer hat denn im Krankenhaus pro Mitarbeiter nochmal 1.500 Euro für Masken im Monat übrig, ne? Also absurd. Also die Frage, das ist natürlich super, diese Initiativen, aber diese Masken nützen doch letztendlich nicht wirklich, weder im Krankenhaus noch in der Altenpflege, oder? Das möchte ich so nicht sagen. Also wir müssen da verschiedene Sachen unterscheiden und diese unterschiedlichen Schutzklassen machen schon Sinn. Wir haben auch im alltäglichen Bereich im Krankenhaus zum Beispiel diese reinen Mund-Nasen-Schutz, die Operationsmasken, die ein bisschen besseres Filterpapier sind, die natürlich meinen Speichel fernhalten, wenn ich am Leben bin. Das ist aber in dem Sinne kein wirklicher Infektionsschutz bei einer hohen Viruslast. Aber natürlich auch immer mit Hygienik darüber reden. Wenn ich jetzt aber wirklich eine Aerosolwirkung ausgesetzt bin, und das ist insbesondere auf der Intensivstation so, wenn ich zum Beispiel einen Intubationspatienten absauge, dann brauche ich einen speziellen Gesichtsschutz und ich brauche diese FFP2, manchmal auch FFP3-Masken. Es ist aber so, dass dieser Mangel an vielen Stellen auch schon vor dieser Krise da war. Also ich erinnere an die letzten Krise, 2017, 2018, selbst da wurden. Und da hatten wir noch vorher gesprochen, dass so eine Maske teilweise vielleicht 17 bis 40 Cent kostet. Das Kliniken eben, die gesagt haben, eine Maske pro Schicht, weil sie einfach auch an der Stelle Geld sparen wollen. Das hat also nicht nur was mit der Produktion zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass wir uns daran gewöhnt haben in unserer Gesellschaft, just in time zu bestellen und sofort da zu haben. Es gibt in dem Sinne keine Lagerhaltung, das sogenannte Umlaufvermögen so gering wie möglich zu halten. Und während in der normalen Bevölkerung die Mentalität da ist, auf Amazon und es gibt morgen auf einer Türschwelle, ist das natürlich auch, normal, wenn Menschen im Krankenhaus sind, weil die Lagerhaltung nicht Geld kostet. Und da muss es einem nicht wundern, dass dann die Wege am Boden liegen, dass wir dann auf einmal da ein Problem haben. Wir wussten das auch vorher. Es gibt seit 2013 zum Beispiel eine Szenarioberechnung von der Regierung, der Bundesregierung, die ganz klar bestimmte Dinge vorhergesehen hat, wie zum Beispiel, was passiert, wenn sich Coronaviren, das hat jetzt nicht mit einer Verschwörungstheorie und mit diesem neuen Coronaviren zu tun, das war jetzt basiert auf den Erfahrungen, die wir mit SARS und MERS gemacht haben, was passiert, wenn sich so etwas ausbreitet, und haben das sehr klar dargelegt. Und trotzdem wurde dann gerechnet, wie wahrscheinlich ist das, und wenn ich mich richtig erinnere, stand im Paper drin, es kommt irgendwie alle 100 Jahre mal vielleicht vor und noch wahrscheinlich alle 1000 Jahre, das haben sie sich überlegt, müssen wir diese Lage an. Und ich erinnere nur an die etwas älteren Wissen, dass wir hatten in den 80ern die Notstandsgesetze schon mal ganz heftig diskutiert. Das war vor meiner Zeit, aber ich kann es geschichtlich nachlesen. Und ein Resultat war zum Beispiel, dass wir, aus dem Gedanken des Kalten Krieges heraus, zwei sogenannte Hilfskrankenhäuser in Deutschland angelegt hatten und mit der Bundeswehr, dem ERC, das auch deswegen teilweise erst zu den anderen Hilfsorganisationen, zum Beispiel flächendeckend erste Hilfeausbildung in der Bevölkerung angeboten haben, auch als zentral in Deutschland, nicht zentral, also überall in Deutschland verteilt, Sanitätslager hatten mit Schutzausrüstung und Material.
unter der Idee, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, dass wir in einzelnen Bereichen einzelne Sachen haben, und das ist um 2000 eingestellt worden, einfach nur gesagt, das ist zu viel Steuermittel, wir müssen das nicht leisten. Vorhalte ist nicht ökonomisch und effizient. Also es ist nicht nur, dass wir jetzt mit dem Finger auf die Politik zahlen können, damit, was habt ihr dann in den letzten Wochen oder Monaten verdattelt, sondern es ist auch insgesamt eine Diskussion, die wir in der Bevölkerung führen müssen. Was möchten wir uns an Vorhaltungen leisten und über welche Mittel? Das fängt an bei, wie viel Rettungspersonal brauchen wir, wie viel davon sitzt vielleicht auch mal drei Tage rum, ohne dass was passiert, bis hin, ein Krankenhaus muss mit, ich sage jetzt mal, 70-75% Auslastung 100% der Mittel bekommen und dann jederzeit hochfinden können. Um auf die Frage der Schutzmasken zurückzukommen, also diese Genähten bringen sehr wohl was, und einfach, dass ich meine Infektion nicht weitertrage, auf jeden Fall, dass ich infektiös bin. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, wir haben keine flächendeckenden Tests, auch nicht beim Personal, das zu Corona passiert wurde. In fast allen Kliniken ist es so, dass nur Personal, das eine Symptomatik hat, Husten, Krankheits getestet wird und ansonsten auch dort ganz klar gesagt wird, wir haben nicht genug. Und dort können auch einfache Nasenschutzsysteme andere davor schützen, mit diesen Tröpfcheninfektionen infiziert zu werden. Es ist aber, und das muss klar sein, kein Schutz für mich selber. Das habe ich tatsächlich nur mit den FFP2 und FFP3-Masken. Und da muss man sich natürlich fragen, inwieweit habe ich diesen Schutz, wenn ich jetzt eine Maske, die vor wenigen Monaten laut 4, 6 oder 8 Stunden haltbar ist. Und ich sollte jetzt teilweise länger tragen, bis hin, dass ich eine dieser hochwertigen Masken auch für mehrere Personen einsetzen soll. Und natürlich gibt es Anleitungen dazu, wie ich diese richtig auf- und absetze, die Hände desinfizieren, um mich möglichst wenig in Gefahr zu bringen. Das ist aber alles ein bisschen Höhenmalerei von Leuten, die auch am Schreibtisch sitzen und auf einer Intensivstation. Und auch im Alten ist es so, dass jemand auch mal jetzt sofort hilft. Zum Beispiel aus dem Bett gestürzt oder irgendwas anderes passiert. Und wenn ich mehr als einen Patienten zu betreuen habe und zwei Betten hin und her sprechen muss, dann habe ich, egal wie sehr ich mir das theoretisch überlege, häufig einfach nicht die Zeit, diese Schutzmaßnahmen in dieser Form mit Händedesinfektion und Kontaktsperre und so weiter einzuhalten. Und es ist, und wir sehen es an den Zahlen, die unter Ärzten und Pflegekräften immer weiter, dann ist eine Frage der Zeit, dass auch dort das Personal und das und natürlich dann auch an dieser Stelle diskutieren, wenn man dann dieses Personal raus einsetzt. Ich glaube, ja, am Wochenende würde ich gerne mal ergänzen, kam die Zahl aus Italien zum Beispiel, dass 120 Ärzte und Schwestern, Pfleger schon an Corona gestorben sind und damit gerechnet wird, dass weit über 10.000 infiziert sind. Also es zeigt halt einfach nochmal, wie wichtig Schutzkleidung einfach ist und die dann auch gezielt einzusetzen. Also ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt im Moment auch ganz viel falsch eingesetzt wird, dass Leute ängstlich sind, auch Pflegepersonal ist ängstlich, vor allem wenn sie nicht in den Situationen geschult sind, und dass die sich wahrscheinlich in bestimmten Umständen zu viel anziehen, falsche Mittel anziehen, sich falsch anziehen, und in anderen Momenten fehlt es dann und Leute werden diagnostiziert, angefasst, Untersuchungen gemacht, ohne diese Schutzausrüstung zu haben. Also da ist eigentlich nichts offen. Ja, spannend finde ich vor allen Dingen, wir sind vereintes Europa. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so vereint gerade, weil die Grenzen meistens zu sind. Jetzt gibt es viele Diskussionen um Europafonds und Corona-Fonds und so weiter. Das möchte ich jetzt gar nicht aufnehmen als Thema. Aber was mich schon wundert, in Österreich soll es jetzt Pflicht sein, dass du eine Maske trägst, wenn du einkaufen gehst. In anderen Ländern soll es komplett Pflicht sein. Wir haben nicht mal genügend, um die entscheidenden Menschen im Gesundheitswesen damit auszustatten. Also irgendwo, diese Verteilung stimmt ja auch nicht, ne? Dann bekommst du mit, dass anscheinend die Amerika oder eine ganze Maschine verschwindet in Kenia mit Schutzkleidung. Keiner weiß, wo die ist. Die kann man wahrscheinlich jetzt für 39 Euro zum Beispiel käuflich erwerben oder auf dem Schwarzmarkt oder sonst wo. Das finde ich ist ja auch extrem. Ne? Also, dass du gar nicht weißt, dieser Markt ist ja total. Ja, ich sag, da fehlen mir fast die Worte. Ich hätte jetzt beinahe einen Begriff gesagt, der hier nicht hingehört. Aber es ist ja wirklich einfach kaputt. Also kommen die Sachen da überhaupt an? Die Amerikaner nehmen Sachen und schicken die wieder zurück in die Heimat oder konfiszieren die oder geben die gar nicht erst weiter. Bestellungen werden gar nicht mehr ausgeliefert und so weiter. Also da denkt ja wirklich jeder nur noch an sich selbst. Ja, das ist eigentlich ein trauriges Seiten.
trauriges Seitenerlebnis, dass man eben merkt, dass doch so der Egoismus und auch die sozialen Komponenten in der Gesellschaft vielleicht doch viel auf dünnerem Eis sind, als man sich es vielleicht vorher erhofft hat. Sehen aber wir jeden Tag im Supermarkt. Ja, in den Krisensituationen. Auch Toilettenpapier hätte von uns keiner gedacht, dass es jemals ein Riesenproblem in Deutschland wird. Ja. Aber die Leute haben es dann halt, Toilettenpapier, und was nach mir kommt, ist egal. Ich hoffe, dass es halt echt so ein Moment ist, wo viele Leute wach werden und merken, so funktioniert es nicht. Ich glaube halt auch einfach, dass es so viele Dinge gibt, wo die Menschen jetzt einfach im Kopf einfach auch wirr sind. Also dass man einfach so viele Dinge bekommt, die einen auf einen einprasseln, dass man gar nicht mehr realisieren kann, wer hat jetzt recht. Es sind ja auch 3 Virologen, 5 Meinungen. Also und es gibt keine richtigen Studien. Man weiß einfach nicht, was stimmt. Ne? Der eine sagt, es hat noch keine einzige bestätigt, die Ansteckung im Supermarkt gegeben. Der andere sagt, aber man muss auf alles achten. Ich glaube, die Leute sind auch einfach im Kopf mittlerweile mürbe, weil sie einfach nicht mehr wissen, was stimmt. Aber ich möchte jetzt vielleicht noch eine Frage loswerden, auch an den Herrn Hermes. Christian zum Beispiel sagt auch, Attraktivität geht am Ende nur über den Lohn. Wenn man mit ehemaligen Pflegern redet, ist es doch bei vielen dieselbe Antwort, aufgehört wird wegen dem Geld, weil man sich für die Arbeit unterbezahlt wird. Gut, manch einer hat vielleicht mehr Idealismus, auf eine andere Sache hinaus. Ich habe zum Beispiel mit dem Professor Meyer-Falke, der auch zu Beginn unserer Sendung schon hier war, gesprochen. Er sagt, die Uniklinik hat zum Beispiel 200 Stellen ausgeschrieben, aber davon ist nicht ein 20stel oder so besetzt worden. Also das heißt, es gab auch gar keine Leute, die es machen wollen. Wenn wir jetzt aber doch sagen, wir wollen die ganze Pflege und so attraktiver machen, dann wird es sicherlich auch über das Geld gehen müssen. Denn man muss ja die Leute mit irgendwas motivieren, überhaupt erstmal anzufangen. Ich glaube, der Idealismus und so, der auch immer wieder gepredigt wird, ist schön. Aber es gibt ja anscheinend tatsächlich selbst da, wo Stellen angeboten werden, nicht genügend Menschen, die es machen wollen. Also er sagte mir wirklich, von den 200 Stellen wären keine 10% besetzt worden. Also das natürlich beschwert sich kein Mensch über mehr Geld und auch ich hätte gerne mehr Geld damals verdient. Das Problem ist aber an der Nummer, wenn mein Leben, um es jetzt ganz theatralisch auszudrücken, nicht mehr lebenswert ist, bringen mir auch 10.000 Euro im Monat nichts, sondern es ist halt einfach in den letzten Jahren immer mehr. Eine Schicht ist immer vollgeballerter, also man kann wirklich davon ausgehen, dass man 8 Stunden durchgerannt ist. Von einer Klingel zur nächsten Klingel, man hat keine Zeit, mal eben sich hinzusetzen, von wegen, früher gab es noch immer diese Gerüchte, von wegen Krankenschwestern sitzen immer zusammen am Tisch und trinken Kaffee. Also es ist schön, wenn man einen Kaffee pro Schicht getrunken kriegt und wenn man überhaupt die Zeit hat, zur Toilette zu gehen, weil einfach die Stationen so unglaublich voll sind, die Pflege ist so viel intensiver geworden, auf der einen Seite sind die Liegezeiten verkürzt worden, sodass man mehr in kurzer Zeit schaffen muss, auf der anderen Seite werden die Menschen älter, sie sind pflegebedürftiger, wenn sie ins Krankenhaus kommen, brauchen viel mehr Aufwand. Du springst ein, du wechselst von Frühdienst in Spätdienst in Nachtdienst und wenn dann der Kollege, und dann freust du dich, dass du 2 oder 3 Tage ausschlafen, so heißt das früher noch, hattest. Ja, und wenn du Pech hast, am nächsten Tag klingelt schon das Telefon und du musst bitte am nächsten Tag zum Frühdienst kommen. Da helfen mir auch nicht 10.000 Euro. Also da, von 10.000 Euro kriege ich nicht mehr Schlaf und 10.000 Euro kann ich nicht irgendwie mal wieder Kraft tanken. Natürlich, Geld bitte, auf jeden Fall. Wenn ich sehe, welche Branchen welches Geld bekommen, ist die Pflege in allen Belangen extrem unterbezahlt. Aber wie gesagt, selbst ein Millionengehalt hilft halt nicht, wenn ich keinen Ausgleich mehr finde. Und wenn ich, und da gehöre ich definitiv zu, wenn du halt nachts wach wirst und der erste Gedanke ist, habe ich eigentlich das heute Morgen im Frühdienst gemacht? Also ich war mal stolzer Mensch, der sagen konnte, ich kann das Krankenhaus im Krankenhaus lassen. Das war zum Schluss nicht mehr so. Also dein erster Gedanke, du wachst um 3 auf, was eh schon bescheiden ist, dass du irgendwie Schlafstörungen hast, durch dieses ewige Schicht gewechselt. Und das erste ist, oh, ich darf heute nicht das vergessen, ich muss das vergessen. Du kommst nicht mehr runter. Du bist immer auf 180. Und das war der Grund halt auch, weil ich gesagt habe, dass ich das nicht bis zum Lebensende mache. Mit 20 kann ich das vielleicht noch einigermaßen verdauen. Mit 30 vielleicht auch noch. Ab 40 fängt dann irgendwann auch der Rücken an, irgendwie zu schreien und zu jammern. Ja, es gibt ganz wunderbare Hilfsmittel. Es gibt Lifter in Krankenhäusern. Es gibt Mobilisationshilfen. Ja, aber wenn es solche Dinge zum Beispiel auf einer Station in einem Krankenhaus mit 20 Abteilungen gibt und du erstmal eine halbe Stunde dafür aufwenden musst, um dieses Ding zu organisieren, dann bin ich doch schneller dabei, mir meinen Rücken kaputt zu machen, damit ich die Arbeit erledigen kann. Und das ist halt das Drama. Das deckt sich ja tatsächlich mit dem, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, mit dem Bericht der Krankenschwester, die ja wörtlich gesagt hat, auch für mehr Geld muss die Behandlung stimmen. Und das ist so exakt das, was du jetzt auch sagst. Ja.
Also ich denke, wenn man jetzt aktuell beobachtet, wie die Menschen arbeiten müssen, das habe ich eben auch eingangs versucht zu erklären, dann ist die Motivation, glaube ich, jetzt noch schwerer, junge Leute zu gewinnen, es nach dieser Krise dann zu machen und anzufangen. Wenn Sie eben sehen, Christine schreibt zum Beispiel gerade traurig, dass wir auf unserer Station unseren Patienten vor der Operation mit normalem Mund-Nasen-Schutz einen Covid-Abstrich machen müssen. Also es scheint ja wirklich unglaublich verbreitet zu sein, dass es überall mangelt an Ausrüstung. Du hast es gerade gesagt, wie viele Pfleger sind gestorben. Ich habe hier, die Rheinische Post hat geschrieben, in Deutschland schon 2300 Pfleger und Ärzte krank. Abgesehen davon, dass natürlich auch manch einer davon vielleicht am Ende tatsächlich auch verstirbt, wie in Italien, was ja ganz furchtbar ist, ist es ja auch so, die fallen natürlich auch noch aus dem System raus. Und der Leiter der Uniklinik Essen hat im Interview gesagt, ja, wenn uns jetzt viele Pflegekräfte und Ärzte krank werden, ist das eine Katastrophe. Aber was will man denn da jetzt machen, lieber Herr Hermes? Ja. Also erstmal, ich möchte Herrn Heyer nochmal ganz klar zustimmen mit seinen Ausführungen. Also wir sind in vielen Bereichen der Pflege nicht adäquat entlohnt, insbesondere in der Altenpflege, aber auch in vielen Bereichen auf der Normalstation, aber auch viele Intensivstationen. Es ist Stand heute so, dass viele meiner Kollegen zum Beispiel freiwillig auf Tariflohnanteile verzichten, weil es ihren Krankenhäusern angeblich so schlecht geht oder sie sonst mit einer Schließung der rechnen müssen. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeiten, unseren Beruf auch mit Gehalt durchaus attraktiv zu gestalten. Da gibt es auch innerhalb des normalen Tarifgefüges Möglichkeiten, aber dort sind halt viele Kliniken und da insbesondere Pflegedienstleitungen und Pflegedirektoren, die das nicht wollen, weil wenn sich das durchsetzt, man diesen sozialen Unfrieden vermutet und dann halt die Kosten so explodieren, dass dann halt die Erlöse erwirtschaftet werden müssen, gar nicht mehr da sein und dort auch wieder eine Ökonomie fallen. Was aber auch ein ganz klarer Punkt ist, wir müssen an den Arbeitsbedingungen arbeiten. Also wir haben das letztes Jahr schon festgehalten, dass ungefähr 40% in den nächsten 5 Jahren ihren Job verlassen wollen und von denen, die da bleiben, weitere 35% ungefähr weiter ihr reduzieren. Und das war vor dieser Krise. Und das wird sich danach auch ganz klar weiter fortsetzen. Wenn wir jetzt auch feststellen, dass wir haben, dass sich infiziert, um auf den Markt zurückzukommen, was sollen wir tun, gibt es verschiedene Szenarien, die sind vernünftig. Die sagen, der Infizierte muss in Quarantäne, muss aus dem System genommen werden, muss die Möglichkeit haben, gesund zu werden, beziehungsweise keine Symptome auszubilden und vielleicht auch immun zu werden, dann können wir ihn hinterher wieder einsetzen. Aber es gibt auch die gegenteiligen Forderungen. Es gibt eine offizielle Stellungnahme vom Katastrophenschutz aus Baden-Württemberg, die in Elsass, Lothringen und unterwegs, das auch ein bisschen vorhergesehen haben, die ganz klar gesagt haben, infiziertes Personal soll eingesetzt werden unter Verwendung, zum Beispiel eine FFP2 oder FFP2-Maske, das keinen anderen ansteckt. Und das ist natürlich eklatant. Das würde im nachher bedeuten, dass wenn ich eine Infektion habe, ohne Symptome, dass ich nicht einkaufen gehen kann, Kraft Gesetzesänderung, die diskutiert wird, dazu verpflichtet werde, meinen Job abzugeben. Das sind so ein bisschen Sachen, die natürlich Leute vor Ort an dem gesunden Gesellschaft anzweifeln lassen, die sich sowieso schon ihren Hintern aufreißen, ganz deutlich zu sagen. Jeden Tag Vollgas geben, die mehr als 120% auf der Taktung laufen, wie Herr Katz schon sagt. Und wo, ich sag mal, das Hinsitzen und Kaffee trinken der Übergang nicht erhöhen, wenn die jetzt auch noch hören, selbst wenn sie erkranken, haben sie nicht die Chance, sich aus dem System zu nehmen. Ja, was soll das denn perspektivisch machen? Also zumal das Verständnis und auch die Anerkennung der Patienten dadurch nicht besser wird. Also man sieht es einfach schon, wie oft geht man mit einer Erkältung arbeiten und im Krankenhaus ist es immer ein Drama. Eine normale Erkältung, normaler Schnupfen, während deine Kollegen sagen, Gott sei Dank bist du gekommen, ansonsten hätten wir gar nicht gewusst, wie wir nichts machen, gucken einen die Patienten dafür natürlich schon merkwürdig an. Und wenn jetzt gerade propagiert wird von wegen, kranke Leute müssen zu Hause bleiben, Social Distancing, wenn sie husten und niesen, gehen sie nicht in den Supermarkt rein. Aber die Pflegekraft soll weiterarbeiten, das natürlich. Also da steht ja schon drüber, bitte arbeiten Sie über Ihre Kräfte und das macht den Job nicht attraktiver, nicht interessanter und sicherlich nicht nachstrebenswerter, dass ich irgendwie, egal wie es mir geht, auf mich wird überhaupt nicht geachtet, auf mich nimmt gar keiner Rücksicht, sondern ich kann ja schuften. Und ich glaube, was ich auch wirklich negativ beeindruckend finde. Ich glaube, Herr. Also, bitte. Also, und wir müssen ja auch ganz deutlich sagen, es gibt ja bestimmte Personengruppen, die wir schützen wollen. Also wir sagen, wenn es in irgendeiner Fall stimmt, auch wenn wir noch keine kontrollierten Studien haben, dass Ältere, die mit Vorerkrankungen nur besonders gefährdet sind, ja, dann ist es erst recht,
zu sagen, dass dort Ältere mit Vorerkrankten, wenn ich selbst in der Klinik, im Altenheim, in anderen Pflegeeinrichtungen, dass wir dort gezielt Personal einsetzen mit einer Infektion, nur weil wir auf der anderen Seite es sonst nicht bewerkstelligt bekommen. Es ist natürlich eine Diskussion, die man auch unter ethischen Aspekten führen muss. Wenn wir bestimmten Menschen eine Behandlung vorenthalten oder eine pflegerische Zuwendung, dann werden deswegen Menschen sterben. Wenn wir denen aber die Zuwendung der Medizin geben und denen trotzdem eine Infektion aussetzen, dann können wir nachher gar nicht wissen, was ist oder Wirkung. Also wie viele sterben denn allein durch die Weitergabe? Eine Zahl von der WHO, dass in Italien am Anfang der Infektion 40% aller Infektionen durch die Mitarbeiter im Gesundheitssystem überhaupt entstanden sind. Das ist ein offizielles Statement von der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, man hätte sich an der Stelle 40% sparen können, wenn man rechtzeitig alle Screens hätte und alle positiven Entdeckungen aus dem System genommen hätte. Das muss man an der Stelle dann auch ganz klar miteinander vergleichen, dann hat man welche negativen Wirkungen. Sterben Menschen sofort, weil man sie nicht einer bestimmten Behandlung zuführt, oder sterben sie an den Sekundärkomplikationen? Ich würde es auch noch versuchen, so ein bisschen so zusammenzufassen. Versäumnisse der Politik in der Vergangenheit sind, glaube ich, ganz offensichtlich. Man versucht das jetzt mit einer überbietet den anderen wieder wettzumachen, indem man sagt, hier von uns kriegst du 500 Euro extra, bei uns kriegst du einen steuerfreien Zuschlag, dann wollen wir den Grundlohn erhöhen und. Das ist prinzipiell alles ja gut und richtig, aber man gibt damit eigentlich zu, dass man das in der Vergangenheit versäumt hat und es nur anhand von Corona jetzt plötzlich merkt, was ja eigentlich auch schon ein bisschen schwierig ist, das so ja, noch wohlwollend anzuerkennen. Aber was ich halt auch schlimm finde, dass man parallel aber schon wieder sagt, aber eigentlich müsst ihr trotzdem jetzt arbeiten, selbst wenn ihr krank seid, arbeiten. Für euch machen wir die Voraussetzungen, weiterzuarbeiten, noch ein bisschen weicher. Und wie Sie schon gerade gesagt haben, ich finde, man müsste doch sagen, wir testen alle. Das heißt, jeden Krankenpfleger, jeden Altenpfleger, die werden jetzt erstmal bevorzugt den Test zugefügt. Und wenn einer krank ist, dann ist er auch krank und bleibt auch zu Hause, bis die Zeit abgelaufen ist, so wie es bei jedem normalen Bürger auch wäre. Dann würde man doch vielleicht einen Ansatz von Glaubwürdigkeit bekommen. Aber ich glaube, da steckt ja schon wieder die Angst hinter, oh Gott, wir könnten zu wenig Leute haben, es könnte dadurch Probleme geben, also lassen wir die doch lieber arbeiten, selbst wenn es eigentlich nicht so richtig ist. Und damit macht man sich, glaube ich, selbst wenn man sagt, wir geben euch mehr Geld, direkt wieder unglaubwürdig. Also das Problem an diesen Tests ist halt einfach, es klingt halt immer so ganz wunderbar, dass halt irgendwie jeder getestet wird und nach dem Test ist alles toll, aber letztendlich, was ist in den 24 Stunden, bis das Testergebnis da ist, habe ich schon wieder Kontakt gehabt. Deswegen, das ist halt auch ein bisschen trügerische Sicherheit, in die man die Leute da bringt. Aber klar, wenn getestet wird, soll es natürlich Pflegepersonal sein. Und die müssen auch die Möglichkeit haben, nach Hause zu gehen oder 14 Tage in Quarantäne zu gehen, wenn die sagen, irgendwas ist mit mir, meinem Körper nicht in Ordnung. Weil man auch so ein bisschen unterschätzt, dass das Pflegepersonal, das weiß, wie sich Symptome anfühlen. Die kennen das nicht nur bei anderen Patienten und können das nicht nur bei anderen beurteilen, sondern auch bei sich selber. So, das ist ein bisschen schwierig. Und da geht es wieder zu der Anerkennung hin, von wegen, mir wird also selber als Pflegepersonal nicht zugetraut, dass ich merke, wann die Symptome auftreten, wann ich nicht gesund bin. Da geht immer beißt sich die Katze immer wieder in den Schwanz, in dem eigentlich viel Verantwortung von der Pflegekraft verlangt wird, aber auf der anderen Seite wird es auch immer wieder von denen aberkannt und wird nicht richtig anerkannt. Ja, wir haben mehrere Kommentare auch hier bei Facebook bekommen. Die Carla schreibt zum Beispiel, meine Tochter arbeitet in der Behindertenpflege in einem Wohnheim für Erwachsene. Es gibt einen Bewohner, da erlaubt der Amtspfleger den Ausgang und die Station fragt sich jeden Tag, ob er mit Corona wieder ins Heim kommt. Kann man das nicht unterbinden? Gut, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, oder nicht persönliche, sehr spezifische Frage, die wir an dieser Stelle natürlich nicht beantworten können. Aber hier, deswegen kam ich gerade auch nochmal drauf, weil du auch das Altenheim angesprochen hast, da ist der Kontakt natürlich viel, viel eher da. Ne? Und wir bekommen jetzt tagtäglich die Schlagzeilen mit, dass wirklich auch in verschiedensten Wohnanlagen und so weiter Mitbewohner, aber entsprechend dann auch Pfleger von Covid-19 betroffen sind. Und da geht es natürlich ganz, ganz schnell rum. Ne? Also wenn der dann zurückkommt in sein Pflegeheim, dann hat man in der Tat natürlich ein Problem. Ja, ich wollte von euch wissen, wie sind die Situationen aktuell in den Praxen, in den Krankenhäusern, im Altenheim? Wie viele Masken stehen euch da zur Verfügung? Wir haben schon viel darüber gesprochen. Die Ina hat uns geschrieben, oder die postete schon am Freitag, heute kam
das lang ersehnte Überraschungspaket für die internistische Praxis und 6 Angestellte. Ein Witz der Bundesregierung, hat ein Foto gepostet. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen mir anzuschauen. Circa 15 Masken erkenne ich da drin. Eine Packung Handschuhe, eine Flasche Desinfektionsmittel und eine Tüte mit Schutzanzügen. Ich würde vermuten, da sind nicht mehr wie 5 drin. Also das ist das lang ersehnte Paket, was man dann bekommen hat von der Bundesregierung. Also da hat sich nach wie vor wohl relativ wenig getan. Ja, und zum Thema Rahmenbedingungen etc. Die Heidrun schreibt uns, mit den richtigen Rahmenbedingungen glaube ich schon, dass man genug Personal rekrutieren kann, aber hier ist noch viel Handlungsbedarf. Das sollten wir jetzt schnellstens angehen. Wohlbemerkt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Also Arbeitszeit, Lohn und Umsicht. Aber ich glaube, wie gesagt, wie ich gerade eben auch gesagt habe, ich glaube auch, die Menschen werden beobachten, wie Politik mit den Menschen in der konkreten Situation umgeht. Nicht, was ich gerade schon gesagt habe, mit Lohnerhöhung und so, sondern der konkrete Umgang vor Ort. Was passiert jetzt in den Krankenhäusern wirklich und was wird in den nächsten Wochen noch passieren? Und ich glaube, da wird auch sich für die Pflege in den nächsten Jahren eine Weiche gestellt werden, ob Leute wirklich Lust haben, diesen Beruf zu machen. Auch wenn es mehr Geld gibt, wir haben es 2 oder 3 Mal jetzt gehört, auch die Bedingungen sind ganz wichtig, nicht nur das Geld. Ich habe gerade so das Gefühl, man will so ein bisschen verkaufen mit Geld, kriegen wir es schon, das wird nicht funktionieren. Eins noch eben dazu, du hast ja gesagt, an Corona ist es erkannt. Also wenn man ganz ehrlich ist, haben die Arbeitgeber vor 2, 3, 4, 5 Jahren schon angefangen zu erkennen, dass es halt wirklich schwierig ist, Personal zu kriegen, und haben als Arbeitgeber selber, nicht als Verband, sondern jede Klinik für sich alleine, versucht zu werben. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Konkurrenzkampf. Ich versuche irgendwie das andere Krankenhaus auszustechen und das Pflegepersonal zu kriegen. Aber was da kommt, ist halt auch kleinteilig. Also es ist halt die Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Als ich angefangen habe, undenkbar, hätte sich, glaube ich, jeder tot drüber gelacht, dass sowas ein Krankenhaus anbietet. Aber dann ganz oft hört man inzwischen Wunschdienstplan. Ich gebe ganz offen zu, ich finde, klingt super, wie das umgesetzt wird. Ich habe keine Vorstellung, weil wenn ich überlege, ich habe auch immer Wünsche gehabt, die aber nie berücksichtigt oder schlecht berücksichtigt werden konnte, weil es so wenig Personal gab. Also die haben schon vor ein paar Jahren erkannt, jetzt auch vor Corona schon, nur jetzt kommt bei Corona tatsächlich dieses Finanzding dazu. Und dazu wollte ich mal 2 Zahlen sagen, die ich extra vorher recherchiert hatte, um einfach auch mal zu wissen, wovon man spricht. Also ich habe gerade geguckt auf gehalt.de Internetseite für den Bereich Düsseldorf, wie die Krankenpflege und Altenpflege Pflegegehälter gerade sind, und da sind wir bei einem Bereich von 37.700 Euro Durchschnittslohn in Düsseldorf pro Jahr für eine Pflegekraft, Krankenpflegekraft, und wir sind bei 32.000 Euro für eine Altenpflegekraft in Düsseldorf. Da fragt man sich halt, wo kommen alleine diese 5.000 Euro Differenz her, weil die Arbeit von Altenpflegern und Krankenpflegern unterscheidet sich arbeitsaufwandmäßig, schichtmäßig überhaupt nicht. Also da müsste das Erste, dass diese Pflegeeinrichtungen überhaupt gar nicht gegeneinander kämpfen können. Die sind keine Konkurrenzen, sondern die machen alle den gleichen harten Job. Aber man hat ja, wie gesagt, das Gefühl, dass die Altenpfleger im Moment noch mehr alleingelassen werden, weil sie vielleicht nicht so die ganz große Lobby haben. Nee, die haben gar keine Lobby. Also es gibt ja, wie gesagt, hier definitiv auch Berichte dazu von verschiedenen Institutionen, dramatischer Mangel an Schutzausrüstung. Wird also von vielen Stellen im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe wird also massiv kritisiert, aber man sagt ja, die Altenheime werden noch mehr alleine gelassen. Ja. Ich würde gerne mal kurz 2 Statements anreißen. Uns haben sehr, sehr viele Menschen, die sehr engagiert sind in der Pflege, etwas zugeschickt. Ich würde mal kurz mit der Andrea Lewald anfangen wollen. Sie hat also ein Statement uns zur Pflege abgegeben. Das will ich einfach mal kurz verlesen, weil es ein bisschen auch das zusammenfasst, was wir jetzt gesagt haben. Der Pflegeberuf muss dringend mit mehr Kompetenzen ausgestattet und finanziell aufgewertet werden. Außerdem brauchen wir auch mehr Werbung, Imagekampagnen, um gezielt junge Menschen für die Gesundheitsberufe zu begeistern. In der aktuellen Situation hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, genügend gut ausgebildete Fachkräfte zu haben. Gerade in der Krise können noch mehr junge Menschen, gerade die Krise könnte aber noch mehr junge Menschen abschrecken, den Pflegeberuf zu ergreifen, wenn sich jetzt nicht etwas Grundlegendes verändert. Also Glaubwürdigkeit, was wir gerade auch angesprochen haben. Sowohl politisch als auch in den Krankenhäusern selbst. Menschen, die von der Gesundheit so dringend gebraucht werden, aktuell sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, müssen unbedingt besser bezahlt werden und mehr Wertschätzung finden. Also alles das, was wir so angesprochen haben. Wer sich für einen sozialen Beruf entscheidet und für die Gesundheit und das Leben anderer Menschen verantwortlich ist, hat sich nicht automatisch gegen ein gutes Einkommen entschieden. Wer so viel Verantwortung trägt, sollte ordentlich entlohnt werden. Ne, Andrea Lewald, Expertin im Gesundheitswesen. Also sie hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, was wir hier so
zusammengetragen haben. Ich würde einmal ganz gerne wegen Wertschätzung sagen. Wir sprechen halt die ganze Zeit Wertschätzung von Arbeitgebern, von Politikern. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, auch Wertschätzung von den Patienten ist extrem wichtig. Mir ist immer wieder begegnet, wenn man draußen unterwegs ist und erzählt, man ist Krankenpfleger, habe ich kein Imageproblem. Also die Antwort ist immer wieder, toll, dass du das machst, könnte ich ja nicht, ganz große Hochachtung. Das wird aber in dem Moment immer schwierig, wenn man der Pfleger eines Patienten ist. Und da muss man wirklich sagen, dass die Patienten sehr oft sehr egoistisch sind und auch viel verlangen von einem, obwohl sie vorher zu den Leuten gehört haben, die gesagt haben, eure Arbeitsbedingungen sind furchtbar, aber solange man selber der Patient ist, will man eine hundertprozentige Versorgung haben und auch wirklich jeden Kleinkram. Wir reden nicht von wirklich wichtigen Pflegeaufgaben, sondern da lässt man sich auch gerne mal den Po hinterhertragen und verlangt, 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 und da sind auch die Nachbarn links und rechts, die Mitpatienten, egal, erstmal ich. Also da auch mal drüber nachdenken tatsächlich, dass auch der Patient selber, der jeweils im Krankenhaus ist, überlegen sollte, muss ich damit jetzt die Pflegekraft wirklich belästigen oder kann ich da vielleicht auch selber ein bisschen noch meinen Teil zutun? Ich würde vielleicht gerne abschließend noch ein zweites Statement verlesen und dann auch Sie vielleicht noch mal bitten, oh, jetzt ist er gerade verschwunden, ich hoffe, er ist noch da, nochmal ein abschließendes Statement dazu abzugeben. Herr Werner Schell ist eigentlich eine absolute Koryphäe in dem Bereich, der sich seit Jahrzehnten intensiv für die Pfleger und ihre Arbeit einsetzt. Er selber ist auch schon 80, gehört quasi auch zur Hochrisikogruppe, deshalb haben wir ihn selbstverständlich nicht ins Studio eingeladen, aber wir haben mit ihm intensiv geschrieben und er hat uns auch mehrere E-Mails geschickt. Und er sagt auch, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege seit 1995 ständig verschlechtern. Du sprachst auch von deinen Eltern zum Beispiel. Das fällt sicherlich auch noch in diese Zeit. Ne? Man muss dabei unterscheiden zwischen Krankenhaus und Heimpflege. Auch das haben wir gerade gesagt, dass die Heimpflege noch vielleicht schlechter dran ist als die Krankenhauspflege. Im Krankenhausbereich wurde 1995 ein für die Krankenhaus geltender Personalbemessungssystem wurde abgeschafft. Pflege wurde zu teuer. Ne? Auch was wir eben gesagt haben, es wird immer nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden. Es kam zu immer mehr Einsparungen. Unter der Regie der eingeführten Krankenhausfallpauschalen mussten immer weniger Pflegekräfte in immer kürzeren Zeitabständen viele schwerstkranke Patienten versorgen. Dieses nach der Devise, Ärzte bringen Geld, Pflegekräfte kosten Geld. Man sprach zeitweise von gefährlicher Pflege. Es war daher folgerichtig, in der Vergangenheit deutlich verbesserte Stellenschlüssel für die Pflegekräfte zu fordern. Wir haben uns immer wieder die Finger dazu wundgeschrieben, und auch bei Pflegetreffs mit Politikern gesprochen, auch mit dem Ex-Bundesgesundheitsminister Herrn Gröhe. Aber und auch verschiedene Patienten und Pflegebeauftragte waren dort dabei. Aber es hat sich letztendlich nichts getan. Es war ausreichend klar, dass aber dringender Handlungsbedarf bestand. Dann noch ein kurzes Statement zur Heimpflege. Auch dort gibt es Stellenschlüssel. Diese sind im föderalen System verschieden. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass man mindestens 20% höhere Stellenschlüssel brauchte. Seit einigen Monaten liegt im Bundesgesundheitsministerium ein Gutachten vor, dass man sogar 36% mehr Stellen braucht, um die Pflege gewährleisten zu können, die gefordert wird. Wenn man diese Entwicklung bedenkt, darf man sich über nichts mehr wundern. Die Politik hat wahrscheinlich aus Kostengründen das Thema nie ernst genommen. Reformchen haben immer nur Randthemen aufgegriffen, aber den wichtigen Teil immer außen vor gelassen, nämlich den Personalschlüssel und so weiter und so weiter. Ich wollte mal kurz abschließen. Die Altenpflegekräfte werden im Übrigen im Bundesdurchschnitt schlechter bezahlt als die Pflegekräfte. Auch das haben wir eben festgestellt, du hast es gerade mit Zahlen untermauert. Laut Pflegereport würden die Angleichung für Vergütung der Altenpflege an die Gehälter der Krankenhäuser 5 Milliarden Euro im Jahr kosten. Da kann man sehen, wie viel Geld dazwischen liegt. Ne? Damit wird deutlich, warum sich die Politiker seit Jahren an vernünftigen Entscheidungen vorbeidrücken. Das waren jetzt nochmal so ein paar Statements, die ich in den Raum geworfen habe. Und jetzt würde ich mich einfach sehr freuen, wenn wir vielleicht nochmal ein abschließendes Statement bekommen würden. Hören Sie uns noch? Ich höre Sie noch. Ja, super. Es war jetzt schon ein bisschen zeitverzögert, Entschuldigung. Also es stimmt, dass sich seit 1995 sehr viel verändert hat. Ich habe 1995 mit meiner Pflegeausbildung angefangen und habe diesen Abbau aktiv sozusagen mitverfolgt. Ich möchte mich gar nicht so sehr jetzt zur Altenpflege und so weiter äußern. Das ist ein Bereich für sich. Der ist wirklich an vielen Stellen unterrepräsentativ versorgt. Die verdienen deutlich weniger. Und ich würde aber trotzdem dafür werben, dass Pflege insgesamt zusammenbestehen muss. Und es geht ja nicht nur darum zu sagen, es ist alles schlecht, sondern wir brauchen darum. Ich finde, dass wir aus dieser Krise insofern rausgehen müssen, dass Pflege sich endlich zusammenschließt
von Organisationspflege muss verstehen, das wird aber auch Monats- oder Jahresbeitrag kosten, dass sie sich in Verbänden und Gemeinschaften zusammenschließen müssen, um diese Politik, die im Moment angefangen wird, mitzugestalten und zu verändern. Es kann nicht sein, dass im gemeinsamen Bundesausschuss Vertreter von Krankenkassen und von Krankenhauslobbyisten haben und eine einzelne Person als Pflegekraft, wenn zuhören ist, beraten. Wir haben dort das Stimmrecht. Solche Dinge müssen wir ändern. Wir müssen auch auf lokaler Ebene klar ändern, dass wir kein Kostenfaktor sind, sondern auch ein Faktor. Das geht auch nur, wenn wir solche Sachen mitgestalten, dann Pflegekräfte in Hand nehmen, die das an dieser Stelle gestalten wollen. Es gibt viele, die sagen, ich mit der ganzen Leben, ich möchte für meine Patienten kommen. Das ist super. Die müssen aber trotzdem im Beitrag, indem wir um deren Beitrag sorgen, dass sie dann ihre Lösungen machen und sorgen, dass ein Abrechnung verwandt wird. Diese Dinge in der Pflege, das ist sehr wohl und in der Altenpflege so, wir erbringen, sind nicht direkt durch uns abrechnungsfähig. Wir die Leistung, aber wir rechnen ein Problem. Und wir müssen auch die Lösung auf die Häuser, richtig, Häuser meine ich, sich mit der Bevölkerung zu einigen, was ist der notwendige Vorhalt, was brauchen wir an Reserve, an Luft und oben, und trotzdem kriegen wir es noch bezahlt, als ob unter dieser Maximal aus der Arbeit sind, aber zum Beispiel 70% oder 75%. Das müssen wir auch sehr schnell machen, um zum Thema Wertschätzung zurückzukommen. Das ist momentan so, dass zum Beispiel die Direktoren eine Ausfallquote von 60% oder 80% rechnen. Wenn ich den untariflichen Urlaub teilnehmen, also die Tage, die ich nur an Urlaub zuständig hätte, dann komme ich da schon in Nordrhein-Westfalen einen ganz normalen Ausbau von 14-15%. Das heißt, mit einer Ausbauquote von 16 oder 18 ist die normale Krankheit ist gar nicht abgebildet und schon gar nicht so wie Fortbildung, Weiterbildung, Ausbilden. Und Ausbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen in der Pflege auch transparent machen, dass wir alles leisten, was nicht direkt Arbeit an Patienten ist. Dazu zählt die Weiterbildung. Dazu zählt aber auch ganz viel Gesundheitsprävention. Wir könnten jetzt zum Beispiel als Pflegekräfte sehr wertvolle Arbeit machen, indem man Leute darüber aufklärt, die Schutzkleidung richtig gehandhabt wird. Ich im nächsten Supermarkt sogar einen Ausspruch bekommen von Klappenschutz, Rollschütze und hinterlassenen Einlegschuhen im Einkaufswagen, die man wegräumen soll, sogar ein Motto nach der Schutzflut. Und was Herr Heyer gerade sagte, dieser Egoismus, den ich jetzt bei Patienten persönlich so noch nicht erlebt habe, oder kann ich nicht auf der Situation, aber dieser Bevölkerung, den kann man auch durch Erklärungen geben. Und auf der einen Seite durch die ganzen Leute, und auf der anderen Seite vielleicht weniger. Da sind dann Pflegekräfte genauso wie andere Menschen gefragt, sich zusammenzuschließen. Gut, super. Also vielen Dank für Ihr Statement. Und auch, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben, hier bereitstehen und die Fragen beantwortet haben. Ich versuche es mal mit zwei Sätzen zusammenzufassen. Ich glaube, es ist gut, dass die Bedingungen der Pflege verbessert werden sollen. Also natürlich die finanziellen Bedingungen, über die jetzt viel gesprochen wird. Aber ich denke, es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, dass man den Menschen vor Ort auch tagtäglich bei der Arbeit zeigt, ja, ihr seid es uns wirklich wert. Wir kümmern uns darum, dass ihr demnächst das, was ihr habt, bekommt, nämlich die Schutzausrüstung und die Maßnahmen, damit ihr euch selber schützen könnt, bessere Dienstpläne, Verantwortung auf mehr Schultern verteilen, mehr Mitspracherechte, dass man einfach den Menschen das Gefühl gibt, ja, wir geben euch jetzt nicht einfach 500 Euro mehr, sondern wir geben euch auch mehr Wertschätzung, mehr Einfluss, mehr Mitspracherecht und wir achten auf eure Sorgen und hören euch zu und versuchen, die auch umzusetzen. Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns waren, bei Martin Heyer natürlich auch bedanken und André, dir gehört das Schlusswort. Na, ich wollte nochmal einen Einwand hier von Heidrun aufgreifen, die nämlich gesagt hat, ich glaube, dass kein Pflegepersonal einfach nach Hause geht. Sie sind derzeit sicher eher idealistisch unterwegs und da können wir uns eigentlich nur für bedanken. Das ist, glaube ich, auch das Zeichen, was ja sowieso schon seit Tagen oder Wochen mittlerweile rausgeht mit Applaus. Der eine oder andere kann halten, was er möchte davon. Wir haben es jetzt ein wenig durchleuchtet, dass sich die Bedingungen ändern oder verbessern müssen, aber das können wir, das kann jeder Einzelne von uns aktuell nicht. Da müssen andere Zepter in die Hand nehmen und handeln. Und wir wollen ganz sicherlich keine
ja, Situationen vorfinden, wie zum Beispiel in Spanien. Da hatten wir vor einiger Zeit, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Ja, ich habe den Bericht geöffnet und es ist ganz, ganz schrecklich, dass wirklich ganze Abteilungen von alten Wohnheimen ja, leer gefegt waren. Das Militär sollte desinfizieren und man hat keinerlei Pfleger dort mehr angetroffen. Also ganze Abteilungen waren wirklich verwahrlost und man hat viele, viele Tote dort auch gefunden, weil die wirklich einfach gegangen sind. Und Gott sei Dank sind wir von solchen Horrorszenarien weit entfernt. Ja, ich möchte vielleicht doch noch von unserer Seite auch nochmal ein Dankeschön an alle, die den Beruf vielleicht auch früher ausgeübt haben, aber auch an Sie, die sich ja um diese Menschen kümmern, die diese Berufe ausüben. Von unserer Seite einfach auch mal Dankeschön sagen, denn ja, wir sitzen hier im Studio und wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber wir sind eben nicht Tag für Tag vor Ort und sind diesem Dauerstress, von dem man kaum runterkommt, ausgesetzt. Und ich glaube, das verdient wirklich großen Respekt. Und da wollen wir einfach zum Abschluss nochmal Danke sagen. Und natürlich gilt für die Leute ganz besonders, bleibt gesund. Aber am Mittwoch, jetzt, entschuldige, jetzt hast du so ein schönes Schlusswort gesammelt, aber ich möchte natürlich trotzdem die Zeit noch nutzen, um Werbung zu machen. Denn Mittwoch gibt es die nächste Sendung um 18 Uhr und da haben wir uns auch ein ja, hochsensibles Thema vorgenommen. Ja, und da haben wir dann wirklich wieder einen sehr starken Lokalbezug, denn wir haben zwei Damen aus dem Bereich der Stadtverwaltung Düsseldorf hier vor Ort. Und wenn das Wetter mitspielt, sind wir vielleicht das erste Mal noch draußen bei schönem Wetter, denn es ist ja angesagt. Wir werden über das Thema, ja, man kann es fast sagen, Nebenwirkungen der Corona-Krise, die Menschen, die alle zu Hause sitzen im Familienverband, wie sieht's aus mit häuslicher Gewalt, mit Frauenhäusern, mit Kindern, die aus Familien genommen werden, aber auch mit präventiven Ideen. Was kann man machen, damit es gar nicht so weit kommt? Wie kann man sich beschäftigen? Was kann man zusammen zu Hause tun? Also wir werden da versuchen, dieses Thema, was macht man denn jetzt eigentlich zu Hause, wenn man wochenlang aufeinander hockt? Das Thema wollen wir beleuchten. Mittwoch, 18 Uhr, einschalten bei Düsseldorf hält zusammen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Danke an alle, die da waren. Macht es gut.